Willkommen zurück zu Amnesia. Und wir sind jetzt hier in diesem Maschinenraum angekommen, wo ich keinen blassen Schimmer habe, was es damit auf sich hat. So, große und kleine Zahnräder. Ich vermute mal, kleine Zahnräder, kleine Power. Oh, Moment mal. Memento. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine, um das Rad zu blockieren. Okay, ja. Wie gesagt, meine Vermutung, kleines Zahnrad, dann wird es irgendwie langsamer gemacht oder so. Oder ich liege ganz falsch. Mal schauen. Nee, nee, ich mach mal lieber langsamer. Ich mach's mal lieber langsamer. So! Das müsste doch eigentlich jetzt geholfen haben. Das Fass enthält kein Öl. So, mal gucken, ob ich den Weg zurückfinde. Ich habe Angst, ich habe Schiss, ich habe Muffensausen. Wo mag sich denn unser Freund verstecken, der hier rumspaziert? Also von da aus bin ich jetzt nicht gekommen. Hier lang muss ich. Was war hier? Eingekracht. Und eine Leiter nach oben. Hoffentlich liege ich nicht falsch. Und hoffentlich kommt mir der nicht in die Quere. Lucky Lucky, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Tja. Die Maschine ist aber nicht langsamer geworden. Ich muss es einfach mal probieren. So, wie war das doch gleich? Ach ja, Tab. Tab, 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 Tab. Kupferrohr. Und das da. Das Rad dreht sich zu schnell, um es zu blockieren. Was ist für ein Rätsel wohl mit den Hebeln auf sich hat? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber das finde ich jetzt doof, dass ich da hin und her rennen kann dafür. Um jetzt zu gucken, welche Auswirkungen es jeweils hat. So. Vorbildlich die Tür gegen die Fresse bekommen. Dann wollen wir mal gucken. Das da auf hoch und das da auf 1. Jetzt ist es aber leiser geworden. Vielleicht hat das ja jetzt was bewirkt. Das war ja so klar. So klar. So klar. Das ist was Größeres. Was da brüllt, ist definitiv was Größeres. Die Frage ist nur, wo steckt es? Und was sagt mein geistiger Zustand? Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ach, es hätte ja wirklich nicht besser laufen können. Nein, absolut nicht. Läuft alles super. Wo ist das Vieh? Okay, jetzt ist wieder still. Die Tür lasse ich jetzt mal so offen. Okay. Noch keine Spur von dem. Heisa. Heisa, heisa. Okay, du bist nicht da. So, also, das ist jetzt wirklich, ja, sehr unangenehm gerade das Gefühl, aber ich glaube, ich habe die richtige Hebel. Warum ist da so nebelig? War das vorhin schon so nebelig oder kommt mir das jetzt nur so nebelig vor? Guck mal, es läuft langsamer. Schnell, schnell, schnell. Gegenstand kann auf keinem Objekt angewendet werden? Doch. Und jetzt? Oh ja. Kriecht runter durch. Und jetzt lauf schnell durch. Ich weiß nicht, ob Monster hier durchkriechen können. So.
Das Rätsel wäre gelöst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ist noch ein Rätsel. Man kann nicht hindurch. Okay. Memento. Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Ach ja. Habe ich irgendwas dazu? Mal gucken. Hammer und Meißel. Nein, geht natürlich nicht. War ja klar. Wäre auch zu simpel gewesen. Also, die nächste Tür. Hoffentlich ist da nichts dahinter. Okay. Bitte kein Monster. Nichts. Was ist das? Tote Ratten? Warum liegen hier tote Ratten rum? Oh Gott, dieses Zeug ist hier. Und, oh, gut, dass es euch auch erwischen kann. Ha! Laudanum. Das Zeug hat dich getötet. Oh Gott. Was war... Ich sollte hier raus. Mann! Mann! Oh Mann! Daniel, turn around this instant! You are carrying the shadow with you! Oh, verdammt! Irgendwas hat mich Geh vorsichtig! Geh vorsichtig. Wohin denn vorsichtig? Also was hat mich da gerade umgebracht? Was hat mich da gerade umgebracht? Ich laufe gekriecht. Ich habe die Tür hier verlassen. Und dann sprach die Stimme zu mir. Oh, aber es ist hier wenigstens jetzt frei. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, das war falsch. Geh vorsichtig. Vorsichtig? Ja, aber wohin denn vorsichtig? Wie was denn? Wie ist das jetzt gemeint? Und wo wache ich jetzt wieder auf? Wieder hier. Vorsichtig gehen. Dann werde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht rennen. Ich werde es auf die langsame Tour probieren. Es ist gut, dass man immer wieder belebt wird. Geh vorsichtig, hat er gesagt. Aber wie ist das jetzt gemeint? Ich darf nicht rennen. Ist das so? Ich bin hier links gegangen und dann gestorben. Einfach langsam laufen. Einfach schweben, einfach schweben. Hey, aber bisher scheint das ja zu funktionieren. Und das ist keine Sackgasse, okay. Langsam laufen, die Taktik behalte ich bei. Und die Leiter. Es hat mich auf der Leiter erwischt. Ach, jetzt auf einmal lauf! Jetzt auf einmal lauf! Okay, alles klar. Diesmal laufe ich. Oh, wenn es nicht immer so dieses scheiß helle Licht kommen würde. Okay, mal gucken. Der Weg hier entlang. Und sobald das Gebrüll losgeht, renne ich um mein Leben. Oh ja, das mache ich. Aber Alexander scheint uns einen wertvollen Tipp gegeben zu haben irgendwie. Ich weiß nicht. Dreh dich nicht um oder sonst irgendwas hat er gesagt. Ich habe das Böse in mir. Es ist jetzt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt dahinter ist. Im Moment bin ich sicher. Okay. Oh ja, es ist dunkel hier, ich weiß. Fang mich an. Was ist das nur für ein Scheißgebrüll? Was ist das? Oh. Aber da oben wird's schön hell.
Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Scheint so, als würde er das tun, aber... Mann. Gut, das war jetzt wieder so ein Part. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ein paar Mal gestorben und... Wo sind wir jetzt hier? Tja, wir haben vier Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Zunderbüchse aufnehmen. Nee, das zählt natürlich nicht dazu. Möglichkeit. Also die vier Türen, vier Möglichkeiten. Ich werde anfangen an der Tür hier, weil die schon offen steht. Hier ist nur eine Zunderbüchse. Was heißt hier nur? Ist gut, ist gut, ist gut. Irgendwas knurrt hier. Ich kann Holz aufnehmen. Naja, gut. Arbeite ich mich nach rechts durch. Die nächste Tür. Bitte kein Monster, bitte kein Monster. Wo bin ich hier nur? Okay, das ist mir ein wenig zu extrem gerade. Gott, ich verirr mich gerade noch selber hier. Was sagt der Lampenstand? Passt. Öl? Vier Fläschchen. Ja, die Tür schließe ich mal sicherheitshalber. Ist eine gute Abwehr gegen... Hebel. Gott, was habe ich jetzt hier gefunden? Eine Zunderbüchse. Hurra! Aufgenommen, das Fass enthält einige Tropfen Öl. Ja, ist nicht sehr voll geworden. Eine Tür, die ich nicht verschließen kann. Zwei Hebel auf jeden Fall schon wieder. Und ein Zettel, dann gucken wir mal drauf. 9. August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Na, Mahlzeit. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm, was ich mache. Aha. Okay, Memento. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ach, dann funktioniert der andere Hebel hier auch nicht, vermutlich mal. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt hier. Wir haben ja noch zwei andere Türen, beziehungsweise eine andere Tür. Ich habe Kettenrascheln gehört. Da wäre ja noch diese... Es rührt sich nicht. Ich probiere es einmal. Tja, was soll ich sagen? Es bleibt nur noch diese eine Tür hier übrig. Okay. Dann will ich mich hindurch wagen. Diese eine Fackel, die werde ich entzünden. Ich stottere und das ist nicht gut. So, ganz vorsichtig hier durchschreiten. Hier scheint es ja tief runter zu gehen. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler mit dem Licht jetzt hier. Nur mal ein bisschen so im Dunkeln. Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte keine Monster. Eine Fackel werde ich mir auch nochmal hier entzünden.
Wer weint denn da? Und da ist noch eine Tür. So wie es aussieht, ein riesiger... Keine Ahnung, was ist das? Eine riesige Säule auf jeden Fall. Sonderbüchsen. Auf jeden Fall, falls was kommen sollte, kann ich mich unter der Treppe prima verstecken. Solange bis Daniel halt zusammenbricht vor Schiss. Jetzt. Oh, schon wieder so ein Flashback. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Tja, was das wohl für eine Rückblende war. Was ist hinter dieser Tür jetzt? Schlag mich tot, Dunkelheit. Pure Dunkelheit. So, was haben wir hier? Laboratorium? Es rührt sich nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Hammer. Und, glasklarer Zustand. Ja, man merkt's. So, gucken wir mal, was ist denn da zu finden? Alles hell beleuchtet. Die Tür ziehe ich mal zu, sicher ist sicher. Was ist das? Wo bin ich hier jetzt geraten? Was ist das für... Oh Gott, der lebt noch! Was? Der Schalter da? Ach so, die Stacheln haben mich gerade. Eine Wunde blutet ziemlich stark. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was bewirkt der Schalter? You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an awl. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess why? It could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my awl, a long time ago. Really? Then if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken wall and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay. Es wird eine Kugel benötigt, um ins innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Na, Mahlzeit. Was hat jetzt diese Maschine hier bewirkt? I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Okay, noch ein Memento. Agrippa, der sterbende Mann, sucht Notiz von einem Mann namens Johann Weyer.
Mal gucken. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt den Hebel nochmal... Ach, den kann ich gar nicht nochmal anziehen. What lever? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen, alter Mann? Du liest ja meine Gedanken, habe ich das Gefühl. Nein? Hast du nichts mehr? Das ist also... I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead heart for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Okay, er liest tatsächlich meine Gedanken. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Hast du sonst noch eine Message? Ich muss weiterziehen, echt jetzt. By me? I'm the next best thing. Alexander really wanted none other than Johann Weyer. You never heard of Johann Weyer? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world who has forgotten you? Ich werde später auf Wikipedia mal nach dem Johann Weyer gucken, okay? So, also dann mal weiter gucken hier. Weyer was my pupil. My pupil. Yes, I do take pride in that. Is it so wrong? Na, der redet halt weiter und fühlt sich so, als ob er von mir bestätigt wird oder sonst irgendwas. Okay, eine Gittertür. Geht auf, ja. Aber da drüben waren auch noch zwei Türen. Es kann von hier aus nicht geöffnet werden. Alles klar. Der denkt echt, ich höre ihm gerade zu. So, eine schwere Tür blockiert den Weg. Okay, bleibt nur noch diese eine Tür hier übrig. Vielleicht habe ich Glück und es wird wenigstens jetzt eine Zeit lang monsterfrei sein. Ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt gerade bin. Umschauen soll ich mich. Es gibt Maschinenteile. Zunderbüchse gibt es auf jeden Fall. Die habe ich aufgenommen. Eine Gummizelle. Die ich jetzt mal... Ein Rohr. Okay. Okay, ich will nicht... Es ist einfach nur eine kleine Gefängniszelle. Eine sehr kleine, enge, bescheidene Gefängniszelle. Das vermutlich auch. Hoppala. So komme ich natürlich nicht rein. Geh auf! Auch hier ist nichts, außer dass der Boden sehr blutig ist. Oh, diese sehr empfindliche Maus macht mich auch noch wahnsinnig. Von da komme ich. Da geht's noch weiter. Altar. Altar, ich mag da noch nicht hingehen. So, da drüben sind wahrscheinlich dann auch noch Gefängnistüren. Nee, nee, diesmal schlage ich die Tür nicht wieder zu. Ja. Einfach nur ein kleiner Knast. Und da ist eine Zunderbüchse. So, die nehme ich noch auf jeden Fall mit. Wenn ich nur wüsste, wo dieses Frauengeheule jetzt herkommt, auch noch. Wo geht's denn da hoch hin? Äpfel? Noch mehr Zellen. Haben wir jetzt gleich einen leichten Schrecken bekommen? Wegen dem, was hier passiert ist? Wahrscheinlich. Aber das Frauengeweine hat auf jeden Fall aufgehört. Sonderbüchse. Alles einstecken. Alles auch so ordentlich durchsuchen. So, ein paar Zellen noch. Da ist auch wieder Licht in der Zelle. Eigentlich könnte ich ja versuchen, mal so durchzugucken. Oh, Flashback.
I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Okay, das war seltsam. Eine Zelle haben wir noch. Was war das gerade für ein Rumpel? Na, da liegt doch was. Was ist das denn? Ich habe Fleisch aufgenommen. Was ist jetzt so los hier? Nein! Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Wir wollen mal zurück zu Agrippa gehen. Mal gucken, was der alte Kauz zu sagen hat. Puh, scheiße. Is there something else? Not many orbs are left. They sometimes consume themselves, or break, then used by an uninitiated. I was lucky. The orb I found spared my life and returned to where I found it. I know because Alexander took it and brought it to Brandenburg. Okay. Wir haben hier sonst nichts. I was a brave man and dared to proceed where I did not. He unearthed a number of cavern temples and gathered a full collection of orbs. But, unlike every other finder... Es bringt nichts. Hier kriege ich keine neuen Infos und ich glaube auch nicht, dass hier was auftaucht. Nächster Stopp, der Altarraum. Leichte Kopfschmerzen. Laterne, fast alle. Jawohl, beste Voraussetzungen. So, dann auf in den Altar. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach deren leere Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Fettpfosten. Ja, okay. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Hell genug ist es hier. Ja, wofür brauche ich Fleisch? Was steht denn hier? Eine Scheibe frisches Fleisch. Und das in dieser Gegend. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe bisher hier nur verrottes Zeug gefunden. Noch eine Tür. Wo hat es gerade geknurrt? Irgendwo hat es gerade geknurrt. Ist hinter dieser Tür was? Oh, Leute. Hört diese Musik auch mal wieder auf? Leichte Kopfschmerzen, na immerhin. Vielleicht brauche ich genau dafür das Fleisch. Und sei es drum. Ich verabschiede mich jetzt. Nee, mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt. Nächste Folge sehen wir weiter, was hinter dieser Tür ist. Hoffe ich doch. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.